Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein Thema, das wird wahrscheinlich man nicht, ich hoffe es zumindest, nicht oft brauchen. Also man benötigt es nicht oft, hoffe ich zumindest. Also es geht darum, was passiert eigentlich, wenn der Ladestecker hinten nicht richtig rausgeht oder wenn er gar nicht rausgeht. So, das ist halt so das, was mich schon ein paar Mal beschäftigt hat. Also er ging immer raus, aber ich hatte schon das eine oder andere Mal, dass irgendwie habe ich das gestoppt, das Laden, aber der ging nicht raus. Dann habe ich mit dem Schlüssel zweimal gedrückt, dann ging er immer noch nicht raus. Habe ich nochmal zweimal gedrückt, dann ging er raus. Also bisher ging er immer raus und das waren auch nur so, keine Ahnung, ein, zwei Mal, dass das bei mir so war. Aber ich habe dann mal im Bordbuch geguckt, das zeige ich euch gleich auch. Da steht halt drin, dass es eine Notentriegelung gibt und da habe ich mich ein bisschen informiert und diese Informationen gebe ich euch jetzt auf jeden Fall weiter. Jetzt schauen wir doch mal im Bordbuch nach. Das findet ihr unter Hilfe. Und hier kann man natürlich ganz praktisch entweder per Sprache oder Anleitung suchen oder halt hier im Bordbuch auch diese Lupe drücken. Hier. Da könnt ihr dann zum Beispiel, wir suchen ja jetzt die Notentriegelung, genau. Oh, ich habe hier ein E zu viel. Komme ich da hin? Ja. Notentriegelung. Komme ich wieder zurück? Ja. Drücke ich mal OK. Ach, jetzt habe ich das G. Ach, ich bin doof, ey. Naja, gut. Wenn man zu dumm ist zum Schreiben, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Das gebe ich zu. Ach, jetzt mache ich mal alles weg hier. Ach, das ist doch nicht zu glauben. Naja, gut. So seht ihr mal, ich bin halt nicht perfekt, ne? Gut, das wusstet ihr eh schon. Nicht das G vergessen. Riegelung. Ich glaube, wenn man es richtig eingibt, dann wird es auch passen. So, dann findet ihr hier Ladestecker Notentriegelung. Können wir jetzt drauf tippen. Und dann gibt es hier so allerhand Anleitungen, wie man es denn macht und was man beachten muss und so. Ja, Voraussetzung für die Entriegelung, Ladestecker wurde richtig gesteckt, Wechselstrom AC und ist nicht verkantet, Fahrzeug ist entriegelt, Fahrzeugschlüssel, Ladevorgang wurde beendet oder unterbrochen und so weiter. Also das macht man nicht einfach so, ne? Nicht einfach mal so ausprobieren, das mache ich natürlich heute auch nicht. Wenn der Ladestecker unvorhergesehen verriegelt bleibt, kann die Ursache ein Fehlerzustand im Fahrzeug oder der Ladestation sein. Durch die manuelle Notentriegelung können unter Spannung stehende Kontakte zugänglich werden. Das Berühren der Kontakte in der Ladedose führt in diesem Fall zu Verbrennungen und so weiter und so weiter. Also da wird man noch mal gewarnt. Was aber sehr, sehr wichtig ist, ist nämlich das hier. Wo ist denn die Notentriegelung? Ja, im Gepäckraum rechts unten. Das wundert mich jetzt nicht, weil auch rechts ist ja der Ladeport. Und da gibt es halt zwei Kabel. Und ich werde das wahrscheinlich nicht aufmachen, weil ich glaube, das kann man nicht einfach so aufmachen. Sonst muss man, glaube ich, aufschneiden oder ja oder zumindest aufreißen. Das werde ich jetzt nicht machen, aber wir werden uns auf jeden Fall hinten angucken, wo das ist. Und ich kann auch euch auch sagen, dass das Kabel, was hier links zu sehen ist, die Nummer 2, das ist ein schwarzes Kabel mit einem gelben Fähnchen. Und das rechts daneben ist ein gelbes, kürzeres Kabel. Viel kürzer, als es hier auf dem Bild zu sehen ist. Und jetzt sage ich euch auch, wo ich diese gesicherte Information her habe. Bei unserer Probefahrt damals, bevor wir den ID3 bekommen haben, im Autohaus, da durften wir dann vorher uns den ID3 natürlich anschauen und uns wurde auch alles erklärt, unter anderem auch diese Notentriegelung. Und ja, die Notentriegelung ist halt hier nur durch dieses gelbe Kabel, was ihr rechts als Nummer 1 seht. Das ist gelb, sehr wichtig. Hier sind sie beide blau. Dadurch ist es zu entriegeln. Das andere nämlich ist die Hochvolt-Trennung, glaube ich. Jetzt muss ich kurz gucken. Ladestecker, Rettungstrennstelle. Genau, die Nummer 2 ist Rettungstrennstelle. Das heißt, wenn man die Nummer 2 nehmen würde, da wird dann komplett der ganze Strom hier vom Auto gekappt. Das ist dann für die Feuerwehr oder so, ja. Die kann da hinten dieses Nummer 2
da, ich glaube, durchschneiden. Ich glaube, da ist ein Scherensymbol. Und dann, das solltet ihr nicht tun. Da solltet ihr nicht dran ziehen und auch nicht dran schneiden und so, sondern nur das, was ihr rechts seht. Das ist aber wesentlich kürzer und gelb. Also das kann man ziehen und dann kann man den ID3 bzw. den Ladestecker im ID3 Ladeport entriegeln. Das gucken wir uns jetzt mal an, hinten im Kofferraum. So, ihr seht hier jetzt so einen Hebel hier. Das sieht ja eigentlich so aus, als würde der Hebel zum Beispiel jetzt hier diese Seite verriegeln. Das tut er aber überhaupt nicht. Also das macht er nur, wenn man das wirklich mal hier aufgemacht hat. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das kann man nicht einfach so aufmachen. Es ist natürlich vorgeschnitten, vorperforiert, aber das müsste ich jetzt mit dem Messer oder so aufmachen. Das werde ich jetzt nicht machen. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze aussieht, dann müsst ihr mal googeln und mal die Bilder anschauen. Aber die wichtigste Information hierzu ist, dass wirklich das Kabel, was ihr zum Entriegeln verwenden könnt, dass das gelb ist. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass das hier ist, an dieser Stelle. Weil wenn wir jetzt mal hier auf die andere Seite gucken, dann ist das ja ungefähr hier irgendwo. Und die Ladeklappe ist ja hier, also... Das ist, ja, aber gut, es wird wahrscheinlich irgendwas, durch das Ziehen wird wahrscheinlich irgendwas weiter oben entriegelt und dann könnt ihr den Stecker rausziehen. Ja, es ist auf jeden Fall gut, das zu wissen. Ich hoffe, es wird nie einem von euch passieren, aber sollte es mal passieren, dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, das Kabel wieder freizukriegen und weiterzufahren. Ja, ich hoffe, dass euch diese Info weitergeholfen hat. Klar kann man im Bordbuch nachlesen und so weiter, aber vielleicht denkt man da gar nicht dran, ja, dass man sich das wirklich mal vor Augen führt. Und deswegen habe ich mir gedacht, das kann ich auf jeden Fall mal zeigen, weil jeder, der jetzt ein ID3 bekommt jetzt bald oder sich einen bestellen möchte oder schon einen hat, hat sich vielleicht darüber gar keine Gedanken gemacht. Und ja, einfach mal das Video geschaut und plötzlich gemerkt, okay... Hat er recht, könnte mal passieren. Und jetzt weiß ich, dass das Kabel gelb ist. Und wenn ich dann da irgendwo stehe, mitten in der Nacht, bei strömendem Regen, richtig genervt bin, dass mein Stecker nicht rausgeht, dann muss ich nicht überlegen, ist er gelb oder schwarz. Ja, wenn ihr mögt, dann lasst einfach einen Daumen hoch da oder abonniert auch mal gerne meinen Kanal, dann könnt ihr mehr solche Videos sehen. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann. Ciao.